So, und jetzt bin ich gelandet bei der Kirsten und bei dem Joachim Dornweizel. Und die zwei, also ich habe jetzt ganz viele Fragen für die und ich habe mich hier angemeldet. Ja, hallo, guten Tag, Wilfried, grüß dich. Darf ich dir so einfach sagen, dass ihr beide Abenteurer seid? Ihr habt alles aufgegeben und einfach los. Abenteurer, ja, das stimmt, aber ausgestiegen oder aufgegeben haben wir nicht alles. Also wir haben unser Eigenheim gehabt, Freunde und Familie, und das war auch immer ein Grund, dass wir mal auf Heimaturlaub nach Hause kommen. Also so Weltreise, die muss ja geplant werden. Was nimmt man da mit oder wie bereitet man sich vor? Ihr wart ja 5 Jahre unterwegs. Ja, 5 Jahre, das stimmt. Sogar ein bisschen länger. Bedarf schon viel Vorbereitung, also man soll nicht blauäugig an die Sache rangehen, weil man muss Segelkurse machen, man muss sich ein eigenes Boot anschaffen, man muss sich mit dem Boot vertraut machen. Wind- und Wetterkunde sollte gegeben sein. Also ist schon wichtig, es gehen viele, auch finanziell müssen viele Vorbereitungen getroffen werden. Es kostet 2/3 Boot, 1/3 Mensch, das muss im Vorab schon gewährleistet sein. Daraufhin haben wir aber 23 Jahre hingearbeitet. Joachim, du bist quasi der Techniker. Wie viel Sprit braucht man da? Oder hast du eine Route geplant? Was habt ihr mitgenommen? Gegen die Hitze, gegen die Kälte? Habt ihr Arzneien dabei gehabt oder Werkzeug? Ja, das Boot habe ich vorher schon auf Langfahrt ausgerüstet, was Navigation, Kommunikation und Energieversorgung betrifft. Ein Jahr Vorbereitungszeit gehabt. Du hast ja Glück, deine Frau ist Ärztin, also du hast einen Arzneikoffer dabei gehabt, nehme ich jetzt einfach mal an, und du einen Schraubenzieher. Oder ja, na, uns ergänzt. Ihr habt euch ergänzt. Sie hat fürs Körperliche gesorgt und ich habe geguckt, dass das Boot nicht ausfällt. Und wo seid ihr denn gestartet? In unserem Heimathafen in Peloponnes, also Katakalon in Griechenland. In Griechenland. Ihr fahrt jetzt in Griechenland ab, meldet man sich am Hafen ab und am nächsten an, wie läuft das zwischendrin? Also es ist so, dass man in jedem Hafen, den man verlässt, muss man ein Ausreisezertifikat haben oder ein Ausreisestempel und ein Überreisezertifikat. Und im nächsten Hafen, wo man ankommt, muss man dieses Überreisezertifikat abgeben und bekommt ein Einreisestempel. Ohne einen Ausreisestempel vom anderen Land darf man im anderen Land nicht einreisen. Bei uns in der EU, also im Mittelmeer, war das kein Problem, aber nachher weiter aus dem Mittelmeer raus, über den Atlantik in die Karibik und so, dann war das schon sehr zeitaufwendig und auch nervig, phasenweise. Ihr seid jetzt unterwegs auf dem Schiff, nur zu zweit. Wie ist denn das Leben auf dem Schiff und wie schnell tuckert dann das überhaupt? Ja, das ist ganz normale Alltag haben wir da, wenn wir unterwegs sind. Jeder hat seine Pflichten und es muss sich ums Boot gekümmert werden und der Kurs muss gehalten werden. Über Funk muss man den Wetterbericht einholen. Jeder hat seine Aufgabe, aber auch unseren Schlaf- und Wachrhythmus abwechseln. Das wollte ich gerade fragen, ja. Also ihr fahrt ununterbrochen durch, auch nachts? Oder wie, oder ja. Schlaft ihr? Ja. Nein, das läuft den ganzen Tag durch. Wir reden da von einer 24-Stunden-Distanz, die man erreichen kann, etmal genannt, von 120 Seemeilen. Und das ist unsere Etappe, die wir versuchen, auch jeden Tag zu erreichen. Und da läuft das Boot Tag und Nacht durch und da wird nachts genauso gefahren wie am Tag. Weil längere Überfahrten, das muss man dazu sagen. Ja. Also es ist ja nicht alles in einer Tagesetappe zu erreichen. Unsere längste Überfahrt war 23 Tage. Da kam ja kein Anker werfen. Das hätte ich jetzt auch gefahren. Meilen vor sich und 3000 Meter unter sich. Ja. Und da ist halt ein Wachrhythmus von 3 Stunden. Den müssen wir schon einhalten. Wenn glattes Wetter, schönes Wetter ist, natürlich angenehm. Ich sag mal Bikini-Lebe. Aber wenn es stürmt, dann müssen wir schon ran. Und du musst ja auf dem Schiff ja kochen. Habt ihr Lebensmittel immer alles dabei gehabt? Über so einen langen Zeitraum kannst du ja nicht riesige Vorräte im Schiff haben. Also wir haben schon das Boot immer so ausgerüstet. Ich meine, es ist ja ein Langfahrtboot, hat natürlich viel Backskiste, viel Stauräume.
Wir haben versucht, auch von hier schon Sachen mitzunehmen, was es auch in der Welt nicht gibt. Es ist für uns unvorstellbar, dass es gewisse Sachen nicht gibt, aber Fleisch, Wurst, so wie wir es kennen, außerhalb des Mittelmeer- oder europäischen Raums ist schwierig. Also wir haben schon auch viel von, ich sage jetzt mal, Corned Beef und Gemüse aus der Dose gelebt, was uns natürlich irgendwann auch mal am Hals rausgehangen hat. Ja, kann ich mir denken. Aber so Kleinigkeiten wie manchmal Backpulver und Hefe, solche Grundsachen, die um Brot zu backen. Sein. Also Brot ist, wird immer gebacken, Kuchen gebacken, weil es gibt unterwegs kein Brot, so wie wir es kennen. Ihr kommt jetzt mit anderen Hafen an und was der Kuckuck, was für Sprache, wie kommt der da klar? Sprachlich gesehen jetzt. Also sprachlich kommt man überwiegend mit Englisch durch. Natürlich gibt es auch Inseln und Länder, wo mit Gestik und Mimik halt alles gemacht wird. Also wir haben auch schon phasenweise wirklich mit Händen und mit Füßen erzählt im Pazifik, dass die haben ihre eigene Sprache. Ja. Joachim, welches Land hat dir denn am besten gefallen? Oh, da gibt es schon einige Länder. Einige, In Erinnerung bleibt dann schon die San Blas-Insel. Das wo liegen die? Panama. Das ist noch eine eigenständige Kultur. Und das ist wie man sich Urlaub vorstellt. Man lernt ja bestimmt Menschen kennen. Unterwegs gibt es ja noch Verbindungen. Ja, die Segler, die man kennengelernt habe, fahren ja alle mehr oder weniger die gleiche Richtung. Man sieht sich immer wieder. Ja. Haben wir erst noch ein Jahr wieder, aber die Verbindungen, die sind da. Und wenn jemand Hilfe braucht, da ist mehr was zu bekommen. Aber wenn ihr jetzt auf dem Schiff seid, du siehst ja rundherum das Wasser, du siehst hier kein anderes Schiff, nämlich mal vorhin. Euch passiert jetzt was. Wie kommt ihr in Verbindung mit, sagen wir, mit anderen Schiffen oder mit Ufer oder mit Land? Wie geht das? Ja. Also ist so, wenn wir eine Überfahrt gemacht haben und ich sage jetzt mal, wir sind in Pulk gestartet, weil wir die gleiche Richtung hatten oder uns angefreundet hatten, haben wir uns nach einem Tag, weil jeder eine kleine Kursänderung hatte, innerhalb von einem Tag nicht mehr gesehen. Aber wir haben immer dieses im Hintergrund gehabt, wenn man Not am Mann ist, wir haben unser Funkgerät, wir haben unsere Funk-E-Mail, wenn irgendwas ist, wir haben in einem halben Tagesreise, hätte mehr Hilfe. Okay. Aber gelernt haben wir das schon seit Mittelmeer, wenn was ist, es nutzt kein Mayday, Mayday, Pan, Pan, Ruf. Wir sind auf uns allein gestellt und haben natürlich auch immer die Wege abseits gewählt. Ja. Habt ihr eure Seemeile überhaupt schon mal zusammengerechnet? Also wir sind in Peloponnes, Katakolo, in Griechenland gestartet, sind dann über Malta durchs Mittelmeer, waren dann in Gibraltar, haben das Boot aufgerüstet, sind weiter über den Atlantik gefahren in die Karibik, dann entlang der Nordküste von Südamerika bis zum Panamakanal, sind dann durch den Panamakanal und über Galapagos und die schöne Südsee in Richtung Neuseeland. Dort haben wir die Zyklonzeit verbracht, sind dann wieder im Frühjahr gestartet in Richtung Fidschi, dann Vanuatu, die ganze Inselgruppe hoch in Richtung Papua-Neuguinea, sind dann an der Nordküste von Australien durch die Torresstraße und von Ost nach West in Indonesien, sind dann nach Singapur und schließlich durch die Malakka-Straße nach Thailand. Hier haben wir das Boot nochmal aufgerüstet, sind dann in Richtung Südküste von Indien nach Sri Lanka. Und dann die berühmt-berüchtigte Piratenstrecke sind wir in den Oman entlang von Aden und Horn von Afrika, sind wir dann nach Eritrea, durchs Rote Meer, Sudan, Ägypten, schließlich durch den Suezkanal und waren dann wieder in unserem Heimatgebiet Mittelmeer, sind entlang der Küste Türkeis, südliche Ägäis und haben endlich den Kreis geschlossen. Wir waren 5 Jahre und 29 Tage unterwegs und haben 30.584 Seemeilen gemacht und sind stolz. Man kommt ja in alle möglichen Länder an und man sieht überall, sagen wir, Souvenirs oder Erinnerungsstücke, habt ihr da verschiedene mitgebracht? Ja, wir haben also schon einen großen Teil mitgebracht. Ich habe hier schon mal so ein bisschen was rund um die Welt zusammengestellt, von Muscheln über Handwerkskunst, Molas, das sind so
traditionelle Kleidungsstücke, die die Kuna-Indianer in San Blas, wo er gerade erzählt hat, hergestellt haben. Aber unser bestes Stück ist unser Max. Den haben wir in Malaysia gefunden, auf einer kleinen Insel, schwer verletzt. Okay, dahin liegt er, schläft. Genau, das ist sicherlich ein großes Erinnerungsstück. Und Patenfamilie in Eritrea. Man kann ja eigentlich sagen, so eine Reise, die bleibt fürs Leben eigentlich. Und viele viele Menschen werden euch ja dafür bewundern, dass ihr das alles gemacht habt. Und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Danke auch. Dankeschön. Vielen Dank.